Ja, moin Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Heute versuche ich euch Leckermäulchen, das Fahren mit Automatik beizubringen, wie das Ganze funktioniert in den ganzen Modis. Man mag es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich noch Leute, die wissen nicht, wie das funktioniert. Für mich unverständlich, weil ich schon mein Leben lang mit Automatik auch aufgewachsen bin. Aber es gibt nichtsdestotrotz immer noch Leute, die wirklich fragen und mich fragen, wie das Ganze funktioniert, wie man da mit den Schaltwippen selber eingreifen kann. Freunde, das gibt's wirklich. Und für die ist das Video. Also, als allererstes, das linke Bein, Freunde, das darf niemals die Bremse betätigen oder irgendwas anderes. Das bleibt hier links stehen und alles wird gemacht, also Gas und Bremse von dem rechten Bein. Da gab es schon die krassesten Unfälle, dass sie mit links die Kupplung treten wollten, voll auf die Bremse gegangen sind und dann einen Auffahrunfall des Todes gestartet haben. Also merkt euch, bindet das Bein hier fest am Anfang oder irgendwas, das bleibt hier liegen. Ihr macht alles mit rechts. Ja, und da starten wir einfach direkt erstmal im Komfortmodus. Da gibt es noch schon den Sportmodus und manuellen Modus. Wir machen mal alles nach der Reihe durch. Jetzt seht ihr hier oben PRND und hier natürlich den Schalthebel. Ja, bei manchen Mercedes-Modellen ist das auch hier. Aber das ist immer das gleiche. D, Drive, N, Neutral und R, natürlich Rückwärtsgang. Wir drücken die Bremse und ziehen auf D durch. Schon sind wir im Drive-Modus. Man sieht, die Handbremse ist noch gezogen. Die löst aber automatisch, sobald man das Gas betätigt. Mache ich jetzt. Und schon rollen wir los. Ja, mehr brauchen wir hier nicht machen. Wir sind natürlich im Komfortmodus, das heißt, die Gänge werden nicht ausgedreht, es wird schnell geschalten und wir sind leise unterwegs. Wenn ihr dann auch noch ein sportliches Auto habt, so wie ich, ist dabei auch noch die Klappensteuerung ganz human, das heißt, Klappe zu, relativ leise die Kiste und halt alles auf ganz gechilltes Fahren getrimmt. Man sieht, man braucht überhaupt nichts machen und das Auto fährt ganz normal. Wenn man anhalten will, einfach mit dem rechten Fuß wieder auf die Bremse treten und das Auto hält an. Ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, wie hier jetzt stehen wir an dem Berg, dass das Auto zurückrollt. Ich gehe jetzt mal komplett hier weg, ihr seht es, und wir rollen trotzdem leicht nach vorn. Ihr könnt niemals zurückrollen mit einer Automatik, wenn es eine moderne Automatik ist. Wir haben auch in den uralten DHL-Sprintern eine ganz, ganz schlechte alte Automatik und die macht schon manchmal Zicken, aber so eine moderne DSG-Automatik, die ist eigentlich top. Also da passiert überhaupt nichts. Was es dann auch noch gibt, nützlich für zum Beispiel Ampeln, ist, wenn ihr an einer längeren Ampelphase steht und ihr haltet hier an, könnt ihr einmal im Stand jetzt ganz stark auf das Bremspedal treten, dann steht hier Hold. Das heißt, beide Füße sind vom Bremspedal, aber wir stehen. Das ist eine Hold-Funktion. Ihr könnt jetzt gechillt am Berg stehen, in der Hold-Funktion und müsst nicht mal die Bremse treten. Wird es grün, aufs Gas und er fährt wieder ohne Verzögerung und ohne zurückzurollen an. Das war schon das. Im Komfortmodus könnt ihr dann ebenso wie in dem Sportmodus und natürlich dem Manuellmodus sowieso auch noch selbst eingreifen. Das heißt, ihr könnt jetzt beispielsweise einfach mal ein Pedal runterziehen, dann seht ihr oben die Ganganzeige und könnt jetzt selbst nochmal schalten. Dauert natürlich im Komfortmodus etwas länger als im Sportmodus, aber ihr könnt selbst darauf Einfluss nehmen. Und falls ihr, ich zeige das mal, in den Begrenzer gehen solltet, schaltet er sofort wieder selbst um auf automatisch und oben kommt wieder das D. Also alles safe. Jetzt kommen wir in den Sportmodus. Der Sportmodus ist natürlich sportlicher abgetrimmt. Klappe bleibt länger offen, Gänge werden höher gedreht, wie man schon sehen kann. Der schaltet jetzt nicht mehr bei 1500, sondern bei 3000 jetzt erst. Und es ist einfach viel lauter und vor allem in meinem Fall auch bei einem sportlichen Fahrzeug, bei einem AMG, ist dann auch noch das Bröppeln mit aktiviert. Das heißt, wir haben das Knallen beim Hochschalten oder auch bei den Downshifts das Gebröppel. Kann ich euch nochmal kurz zeigen. So, ne? Nichts anderes, nur dass wir jetzt eben besseren Sound haben und die Gänge weiter ausgedreht werden. Und man kann natürlich, wie ihr schon gesehen habt, wieder mit den Schaltpedals selbst eingreifen und das Ganze nochmal per Hand schalten. Und das wird aber auch bei einem Kickdown beispielsweise selbst heruntergeschalten und auch dann wieder selbst hochgeschalten, auch wenn ihr in dem, wie ihr seht, manuellen Modus seid. Was sich dann aber abhebt von dem richtigen manuellen Modus, den M-Modus. Bei dem M-Modus müsst ihr dann selbst hochschalten. Runterschalten tut er selbst, weil eine Automatik kannst du nicht abrecken. Ich zeige euch das jetzt mal. Auch wenn es spät ist, er schaltet herunter. Ihr kannst du nicht abrecken, das Ding.
Beim Hochschalten ist das jedoch anders. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir sind im M-Modus. Er schaltet nicht. Das heißt, selber schalten ist da ein absolutes Muss, sonst geht euer Motor dann irgendwann mal im Arsch, falls ihr permanent im Begrenzer fahrt. Ja, also hochschalten muss unbedingt sein. Es gibt auch Autos, die nicht so sportlich ausgelegt sind. Die schalten dann auch im manuellen Modus selbst hoch, um einfach das Fahrzeug zu schonen. Bei sportlichen Autos, die bleiben aber im Gang. Ja, das ist einfach ein Muss für die Rennfahrer, für die sportlichen Fahrer. Der muss im Gang bleiben bis im Begrenzer. Ist einfach wichtig, um mal schnell eine Kurve zu nehmen und darf dann nicht hochschalten. Herunter, wie gesagt, schaltet das Ding immer. Ja, im manuellen Modus habt ihr dann auch natürlich das sportliche Gepröppel, aber auch bei einem Kickdown wird nicht runtergeschaltet. Das heißt, ganz gut, um mal den Durchzug zu testen, jetzt zum Beispiel sechster Gang Vollgas, ihr seht, schaltet nicht runter, passiert auch nicht sonderlich viel und ist natürlich auch wichtig für Prüfstandsläufe. Wenn ihr jetzt auf dem Prüfstand seid, wird natürlich im manuellen Modus gemessen, jetzt Vollgas und dann dreht es die Rolle langsam hoch. Ihr seht, wie langsam wir beschleunigen, ja, Turbo kommt noch nicht. Noch kein Druck im Kessel und dann geht natürlich auch nichts. Ja, wenn ihr dann wieder anhalten wollt, könnt ihr das Ganze hier machen. Zum Beispiel, ihr wollt einparken, geht ihr auf rückwärts, geht eventuell dann noch die Rückfahrkamera auf. Ihr parkt ein, stellt das Auto ab, drückt auf P, Parkmodus. Dann steht das Ding erstmal im Parkmodus, ist aber noch nicht die richtige Handbremse. Die wird dann entweder aktiviert durch Drücken in den P-Hebel oder, wie es bei meinem Fahrzeug ist, durch das Öffnen der Tür und durch das Abschnallen. Zack, ist das Ding im Handbremsenmodus. Und da könnt ihr auch ein paar Revs geben, zum Beispiel, was natürlich dann auch im Neutralmodus geht. Wieder in D-Gang und los. Handbremse wird selbst gelöst. Ja, das war das ganze Mysterium. Automatik. Gar nicht so schwer, wie man denkt. Aber viele verstehen es einfach nicht und brauchen erstmal die Aufklärung, wie das Ganze funktioniert. Und wie schön das funktioniert mit so einem 7-Gang DSG, das zeige ich euch jetzt hier mal in einer schnellen Runde. Hier muss er im Gang bleiben und dann wird geschalten. Das meinte ich. Da darf er einfach nicht hochgehen. Da brauchen wir den letzten Gang noch. Und dann wieder schön runter. Was er im Übrigen auch nicht macht, wenn ihr, was ich gerade gemerkt habe, herunterschalten wolltet. Wenn ihr herunterschalten wollt und die Drehzahl ist noch zu hoch. Ich zeige euch das mal schnell. Das heißt, ihr wollt jetzt bei 5000 runterschalten. Macht er nicht. Ja, sonst würde ja alles komplett explodieren. Aber den Rest lässt er durchgehen im manuellen Modus und dann macht das auch Spaß, mit so einem DSG zu fahren. Vor allem mit so einer schönen Doppelkupplungsautomatik ist das einfach der Wahnsinn. Schneller kannst du manuell nicht schalten. Das geht nicht. Brumm, brumm. Einfach göttlich. Deswegen finde ich es auch gut, dass AMG-Modelle nur mit Automatik ausgeliefert werden, weil es ist einfach eine Sache von Performance. Alle Leute stehen auf 0, 100 und 100, 200er Zeiten und da musst du einfach abliefern als Autohersteller und musst einfach das DSG durchzimmern lassen, was geht und kannst nicht hier rumrühren, wo du wieder Zeit verlierst. Deswegen freue ich mich, wenn euch das Video weitergeholfen hat und ihr jetzt astreiner Automatikfahrer seid. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo freuen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und tschau! This war pain, I ain't slept like 4 days. I've been up scheming, grinding, fuck, sleeping, fighting, love, bringing more flame. Tighten up, we got Lord slain. Got the mightiest touch when I'm writing, fuck, nigga, your grace. The official title of the killer, I know, put it in a proper...